So, Geburtstag und da lässt der NDR mal ordentlich die Kuh fliegen. Perlenkette, Brosche, Ringe. Was sagt Ihnen das? Was soll er das sagen? Ich könnte Diebesgut sein, Ehlerware. Er kann es geschenkt bekommen haben. Ist das eine Prüfungsfrage? Nein. Selbstmord. Kleiner Einbrecher. Albert? Bitte nicht. Dankeschön. Die Einbrüche deuten eindeutig auf Beschaffungskriminalität. Junkie. Ein kleiner Einbrecher, der mit der Realität nicht mehr zurechtkam. Vor allem aber spricht für Selbstmord, dass in der Nähe des Tatorts keine weiteren Spuren gefunden wurden, die auf die Gewaltdurchtritte schließen lassen. Ich bin Ihnen zu schnell, was? Aber wenn es Mord wäre, dann hätten die Täter ihre Spuren perfekt verwischt. Mein Gott, wie man da essen kann. Bitte? Schon gut. Moment bitte. Der Chef möchte bitte zum Telefon kommen. Ja, Hinrichs? Nein. Okay. Gut, ja. Richtig aus. Übrigens einen schönen Gruß von so einer Labormaus. Eva Storm, die Chefin des Labors. Ja, so ähnlich. Meine Vermutung war gar nicht so falsch. Nämlich? Rauschgift. Das Opfer war vollgepumpt mit Drogen. Er hat sich in diesem Zustand auf die Schiene gelegt, ergo Selbstmord. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer der Tote ist. Na also, ich glaube, jetzt habe ich's. Herr Groth, ich glaube, ich hab's. Hey. Ich glaube, ich hab's. Eine Serie von etwa 7 Einbrüchen. Alle begann vor etwa 3 bis 10 Tagen. Ha? Immer bei älteren Menschen oder Hausfrauen. Und immer einen Tag, nachdem ein Hausierer seine Ware in der Wohnung absetzen konnte. Immer weist die Spur auf einen Einzeltäter. Also war der Verbrecher ein Hausierer. Vielleicht ist es der, den wir heute früh gefunden haben? Sehr gut. Woher haben Sie das? Herr Groth, das schafft Logistik. Ja, ich habe auch was. Frau Winke? Ja. Das ist eine von den älteren Hausfrauen, die beraubt worden sind. Ich brauche einen Kaffee. Sehen Sie, und den hatte ich schon.
Würden Sie bitte in mein Büro kommen? Bitte nehmen Sie Platz. Ja, danke schön. Kennen Sie diesen Schmuck? Ach ja, das ist doch meine Kette. Die erkenne ich wieder. Darf ich sie haben? Brauchen wir noch ein paar Tage. Ich habe nach Ihrer Täterbeschreibung hier ein Bild angefertigt. Schauen Sie sich das mal an. Nein. Ich sagte doch verschlagene Augen. So ein böser, verschlagener Blick. Schauen Sie mal so. Ein typischer Täterblick. Also so eng stehen. Ja, wie hier, brutalen Täterblick. Ja? Wie hier? Ja. Und dann hatte der noch so ein widerliches, so ein unappetitliches Täterkind. So. Was, so? Ja. So, nein. Ah? So meine ich, so. Ah, Sie meinen mit Picke? Ja. Also, ungefähr so. Ja, genau so sah der aus. Wissen Sie, so ein brutales Täterkind. Sagen Sie mal, warum haben Sie eigentlich nicht gleich richtig hingehört? Haben Sie sonst noch welche Fragen an mich? Nein, Frau Winke, nein. Kann ich den Schmuck jetzt mitnehmen? Leider nicht. Wenn wir ihn nicht mehr benötigen, dann schicken wir ihn zu. Naja, aber wirklich? Mhm. Haben Sie denn meine Adresse? Wir haben einen Computer gespeichert. Naja, auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Auf Wiedersehen. Bitte schön, gern geschehen. Vielen Dank. Oh ja, bitte. Ja, da sind wir ja ein beachtliches Stück weitergekommen. Ja, und diese Gästeseife haben wir in seiner Hose gefunden. Wir sollten die Schweriner Hotels aussuchen, besonders die kleinen. Das klingt nach Routinearbeit. So ist es. Kein Wort, keine Erpressung. Nichts Spektakuläres für einen dynamischen Chef, Routine. Tja, dann fangen Sie doch schon mal an. Ich brauche eine Liste von allen Schweriner Hotels und Pensionen. Die habe ich im Kopf. Es ist das siebte Hotel. Es ist die zweite Schramme. Mit der Breite habe ich nie Probleme, nur mit der Länge. Morgen. Hinrichs, Kripo Schwerin. Wir hätten eine Frage. Kennen Sie diese Person? Der gehört zu den Jungs. Zu welchen Jungs? Ach, die kommen alle halb Jahre für einen Monat. Gewerbetreibende, verstehen Sie? Vertreter, Akquisiteure. Wo sind die Akquisiteure? Wir sind jetzt im Mürzel. Ja, und wo waren Sie letzte Nacht? Wer, ich? Nein, diese Akquisiteure. Und vermutlich hier. Ich weiß es natürlich nicht so genau. Hier gibt's keine Überwachung. Also die Zeugen sind ja Gott sei Dank vorüber. Aber das Fahrzeug stand die ganze Nacht da. Mit Sicherheit. Wenn Sie falsche Angaben machen, dann... Wenn ich diesem kleinen Dreckschwein was anhängen könnte, würde ich es sofort machen. Können Sie wissen. Warum schmeißen Sie die nicht raus? Und da muss man vorsichtig sein. Sonst macht man seine Erfahrungen. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Tag. Tag. Seid ihr die Akquisiteure von der Linde? Ja. Kriminalpolizei. Und? Den hier. Carsten. Carsten, wie weiter? Carsten Winter, er gehört zu uns. Und was ist mit ihm? Er wurde heute früh von einem Zug überfahren. Das sind alles Kiwi-Sachen. Kiwi? Ja, Carsten Winter. KW oder Kiwi.
Wem gehört der Koffer? Auch Kiwi. Öffnen Sie ihn bitte. Bitte. Kiwis Gürtel. Sie tragen alle solche Gürtel. Das ist unser Angebot. Der pisst sich doch schon ein, wenn er unsere Sachen sieht, der Lackaffe. Aber im Anzug. Ratte, siehst du nicht, was die von uns denken? Für die sind wir doch nur Abschaum. Das sehe ich doch. Bullen, miese Bullen, Wichser die. Pardon, er hat das sicherlich nicht so gemeint. Wissen Sie aber, wir haben nicht gerade die große Auswahl, unser Leben zu gestalten. Wir haben alle keine Ausbildung. Und ohne Ausbildung ist man sowieso der letzte Arsch. Alle kommen aus zerrütteten und kaputten Familien. Und deshalb sind wir jetzt die Familie. Wir machen schon unser Ding. Wir sind gerade dabei, eine Firma aufzubauen. Versand. Und den bringen wir auch ganz groß raus. Wissen Sie, wir wissen, was die Leute wollen. Weil wir die Leute kennen. Seit wann ist Kiwi verschwunden? Seit einigen Tagen. Es war ja nicht das erste Mal. Wir haben uns keine Sorgen gemacht. Er wollte zurück zu seiner Mutter. Er hatte große Sehnsucht. Aber warum dann der Selbstmord? Seine Mutter und ihr Typ, ich glaube. Die haben das nicht ertragen, wie der gelebt hat. Da hätte er sich eigentlich nicht mehr blicken lassen können. Besonders weil er... Weil er Rauschgift genommen hat? Er hatte Depressionen. Es hat ihn fertig gemacht. Er kam nicht mehr klar mit der Situation zu Hause und mit den Drogen. Gab es Ärger in der Gruppe wegen Rauschgift? Nö. Wir haben schon aufgepasst, dass das alles in Maßen ablief. Aber irgendwie war er schon merkwürdig. Himmelhoch jauchzend und dann eben auch zu Tode betrübt. Kiwi hat kurz vor seinem Tode eine Serie von Einbrüchen verübt. Davon wissen Sie nichts. Nein. Denken Sie, was Sie wollen, aber sowas machen wir nicht. Ich muss es denken. Wir wollen Geld verdienen, natürlich, aber auf eine andere Art, clean. Sonst wird doch alles umsonst. Ja. Wo waren Sie letzte Nacht? Wir waren alle hier. Gut, vielen Dank. Gern geschehen. Sagen Sie, warum nennt man Sie Ratte? Naja, weil ich so bin. Eine verschlagene, glitschige, stinkende Ratte. Riechen Sie es nicht? Immer noch sauberer als ein dreckiger Bulle. Was hat er denn schon wieder ausgefressen? Sie können es mir ruhig sagen. Es ist nicht das erste Mal. Bitte schön. Tja. Nun sagen Sie es schon. Frau Schröder, Ihr Sohn Carsten ist tot. Wahrscheinlich Selbstmord. Mama, Ulrike hat meine Schleife kaputt gemacht. Ja, Papa bringt das wieder in Ordnung. Das tut immer noch weh. Aber das vergesse ich immer.
Wer sind denn die Männer? Das sind zwei Männer von der Versicherung. Was ist Versicherung? Versicherung. Man zahlt regelmäßig etwas Geld und wenn dann mal was passiert... Weint Mama? Nein. Würden Sie uns jetzt bitte allein lassen? Wiedersehen. Nach Hause, aber schnell. Ich weiß nicht. Wie? Ich hätte dann noch ein paar Fragen an die Eltern. Ist doch alles geklärt. Es war eindeutig Selbstmord. Wir haben en passant noch eine ganze Reihe von Einbruchsdiebstählen aufgeklärt. Wir haben die Eltern benachrichtigt. Also, was gibt's noch für Fragen? Sie wissen, dass es für Fragen gibt, aber wir sollen hier bleiben. Ja. Warum? Die Nase des Kommissars. Ich bleibe bis morgen. Sie können ja fahren, ist das klar, Chef? Wie kommen Sie denn zurück? Mit der Postkutsche. Wir hätten gern zwei Einzelzimmer. Tut mir leid, wir haben nur noch ein Doppelzimmer frei. Ja, dann gehen wir in ein anderes Hotel. Wir sind das einzige Hotel am Ort. Also schön, dann nächtigen wir hier. Guten Abend. Was darf ich bringen? Ich hätte gern ein Glas Champagner. Schröders gab es doch immer schon Ärger. Vor einem halben Jahr ist der Junge verschwunden, abgehauen. Und ich sage dir, die waren sogar froh, er vor allem. Naja. Nach ein paar Wochen kam er dann wieder, vormittags, keiner zu Hause. So, bitteschön. Hat er sich dann 2000 Mark geklaut. Wie ist er da reingekommen? Hat er die Tür aufgebrochen, oder was? Mann, Schlüssel, mit dem Schlüssel. Der hatte doch noch seinen Schlüssel. 2000 Dinger dem Vater geklaut. Hat mir Schröder selbst erzählt. Hier haben wir zusammengestanden, genau so. Geheult hat er, wie eine Padde. Hat er gerade gemerkt, als sie sagen, wollte sie einen großen Wagen kaufen. Ja, das Leben ist voller Verbrechen. Du hast ja keine Ahnung. Aber sei froh. Trinkst du immer nur Bier? Nein. Zwei Korn, bitte. Ich bin ja richtig froh, dass ich hier geblieben bin. Ich meine, ich komme hier viel rum als Kommissar. Mordkommission. Empfinden Sie es als aufdringlich, wenn ich frage, womit Sie Ihr Geld verdienen? Ich? Hm? Was denken Sie? Sie könnten die glücklich verheiratete Frau eines Managers sein. Fast. Glücklich bin ich. Frau bin ich. Managerin bin ich. Aber nicht verheiratet. Sie sind Managerin? Nicht direkt. Ich habe einen kleinen Laden. Ist doch wunderbar.
Eine Boutique. Und wie heißt die? Fleur de Bonheur. Fleur de Bonheur. Mark hat der Junge ihm geklaut. Das ist nicht wenig für diesen Schröder. Sie können den Schröder nicht leiden. Einen solchen Menschen hatte ich bei der Armee als Spieß. Oder besser gesagt als Schleifmaschine. Danke, Kurt. Es stimmt. Also wenn man es genau bedenkt, könnte es ein Tatmotiv sein. Ja. Der Junge wurde von seinem Vater erschlagen. Also doch kein Selbstmord. Vergessen Sie es. Ja. Ich gehe zu Schröder in die Garage, ich komme danach. Mike. Hey, teuer. Na hier, lass mal. Na, dann mach's mal gut. Tschüss. Na bitte? Das Geschäft läuft doch. Nicht, was Sie denken. Das Teil hatte ich noch übrig. Ich baue viel rum. Hab ja jetzt Zeit. Das war eine Gelegenheit. Den baue ich mir auf. Ich kann mir das nicht leisten. Sagen Sie, haben Sie auch die Sachen verkauft, die Ihr Sohn geklaut hat? Wie war eigentlich das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Stiefsohn? Wie meinen Sie das? Also ich wüsste jetzt nicht, was es daran nicht zu verstehen gäbe. Ich kann mir ausmalen, was Sie denken. Aber Sie sind jung, Sie haben keine Ahnung. Natürlich gab es Probleme mit dem Burschen. Er war jahrelang allein mit seiner Mutter, dann kam ich. Und dann kam auch noch eine Schwester. Ärger hatten wir genug. Aber alles im Bereich des Normalen. Und dann haben Sie ihn geschlagen? Ich sagte normal. Was ist eigentlich mit den 2000 Mark? Woher wissen Sie das? Hat er Ihnen nun die 2000 Mark geklaut oder nicht? Was soll denn das? Was geht denn in Ihrem Kopf vor? Denken Sie, ich hätte Carsten in den Selbstmord getrieben? Oder vielleicht wegen 2000 Mark meinen Sohn umgebracht? Stiefsohn, ja? Stiefsohn. Du kleiner Sprilli. Carsten war 6 Jahre lang mein Sohn, nie Stiefsohn. 1000 Mal habe ich Schulstullen geschmiert, 1000 Mal Mathe geübt und Entschuldigungszettel geschrieben. Verstehst du, mein Sohn? Lassen Sie mich bitte los. Wo waren Sie in der Nacht vom Montag zum Dienstag? Ich war unterwegs. Den Wagenkauf. Nachts. Der Wagen war nicht ganz verkehrstüchtig. Musste langsam fahren. Und das wollte ich nicht tagsüber machen. Ich brauche Namen und Anschrift Ihres Autohändlers sowie Zeugen. Ich werde alles überprüfen. Ja, ja. Das ist sein Zimmer. Danke. Wer ist das Mädchen? Das ist wohl seine Freundin. Einmal vor ein paar Wochen hat er von ihr erzählt. Eine aus der Truppe. Mhm, und? Sie sind wohl zusammen gegangen. Er ist ja auch ein hübscher Junge. Ja. Gewiss. Wo ist das? Das ist auf dem Dach. Sie haben da immer rumgetobt. Man konnte es ihnen nicht verbieten. Kannten Sie einen aus der Truppe, mit der er herumgezogen ist? Nein. Doch, Ratte, also Rainer.
Sie waren früher schon immer zusammen an der Sportschule. Er hat ihn manchmal von Schwerin nach Hause gefahren mit dem Moped. Da waren Sie befreundet? Ja, das kann man nur sagen. Sie wollten zusammen nach Neuseeland. Damals? Ja, damals. Und was sagte jemand dazu? Das können Sie sich doch denken. Er war nicht besonders begeistert. Er bei der NVA und sein Sohn erzählt ständig von Neuseeland. Ratte durfte sich zu dieser Zeit nicht hier sehen lassen. Und was wollten Sie in Neuseeland? Nichts. Eine Farm. Hm. Hat Ihr Sohn jemals etwas geäußert von Selbstmord? Nein, nicht, dass ich wüsste. Die hat er beim Schwimmen bekommen. Er war zweimal Sieger bei der Pionier-Olympiade. Das ist mein Kollege. Guten Tag, Frau Schröder. Sagen Sie, seit wann gibt es denn die Bleche an der Tür? Die? Das waren Rowdies. Sie wissen ja, nur Kraft und Gewalt, aber geklaut worden ist nichts. Sie haben einfach nur die Tür eingetreten und dann sind sie wieder weg. Nur bei Ihnen? Ja, so viel ich weiß, ja. Das ist aber schon 3 Wochen her. Mein Mann hat dann die Bleche angebracht. Er sagt, jetzt sind wir sicherer als in der Sparkasse. Und Ihre Tochter, fehlt ihr was, als Ihr Mann sie gestern hochhob? Hatte sie Schmerzen? Wurde sie geschlagen? Nein, wie kommen Sie darauf? Das ist nichts weiter. Dankeschön. Bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Saskia, du gehst auch ins Bett? Kommen wir die Hände ab. Hm? Ja, du kannst dich auch schon abtrocknen. Bist fertig. Schönen guten Tag. Guten Tag. Kripo Schwerin. Ja? Wir suchen Janine Schröder. Ist Ihnen in letzter Zeit etwas an ihr aufgefallen? Nein, was sollte mir aufgefallen sein? Ja, ich denke ja nur, zum Beispiel Verletzung. Ja, doch, wo Sie jetzt so direkt fragen. Vor 3 Wochen kam sie mit einigen blauen Flecken auf den Rücken in den Kindergarten. Ja, und? Ich habe mit ihr gesprochen und auch mit ihrer Mutter und beide sagten mir, sie sei von der Treppe gefallen. Glauben Sie das wirklich? Ich bin seit Jahren Erzieherin und ich habe genug Erfahrung mit Kindern, die von ihren Eltern geschlagen werden, leider. Bei den Schröders ist das was ganz anderes. Die sind wie Fanatin, die Kleine. Dürfen wir Janine ein paar Fragen stellen? Nein, das geht nicht. Warum nicht? Die Kinder schlafen jetzt. Das Einzige wäre, ich könnte ihr ein paar Fragen stellen, wenn sie dabei sind. Ja. Dann gehen Sie doch schon mal ins Nebenzimmer. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Und jetzt die Fragen? Kannst du mir ein Pflaster besorgen? Kann ich mal ein Pflaster haben? Wir sind doch von der Versicherung. Ja, sowas Ähnliches. Machst du mir bitte mal drauf. Dankeschön. Das ist aber noch nicht alles. Guck mal. Diese Narbe ist vom Fahrradsturz auf einem Schotterweg. Schon sehr alt, ungefähr 50 Jahre. Dann hatte ich einen Armbruch, da habe ich mich geprügelt mit meinem besten Freund Erwin. Und dann hatte ich einen Unfall mit meinem Motorrad und hatte Prellungen am ganzen Körper. Ha, siehst du? Ja, und du? Ja, guck mal, das ist vom Rollerfahren. Aha. Das Loch ist doch von der blöden Ulrike. Hier hatte ich einen ganz schlimmen Arm. Das war Kiwi. Kiwi? Dein Bruder?
Ja. Aha. Schröder. Das belastet Schröder. Kiwi hat den Eltern für sein Rauschgift regelmäßig Geld abgezockt. Und er muss ziemlich oft da gewesen sein. Zuerst hat er dem Vater das Geld genommen, das der für sein neues Auto weggelegt hatte. Und daraufhin hat Schröder ein neues Schloss eingebaut. Also mit dem Konjunktiv oder sagen Sie vermutlich hat? Okay, vermutlich hat. Vermutlich hat Kiwi jetzt die Tür eingetreten. Und vermutlich hat unser Freund Schröder jetzt Bleche davor gesetzt. Als der Junge wieder einmal Geld braucht, findet er die Tür logischerweise verschlossen. Er wartet vermutlich irgendwo unten so lange, bis der Vater das Haus verlassen hat. Jetzt geht er hoch. Er klingelt. Die Mutter öffnet. Er schnappt sich die kleine Schwester und prügelt sie. Er prügelt sie vor den Augen der Mutter. Verstehen Sie? Er prügelt sie so lange, bis sie alles Geld herausrückt, was sie zu Hause hat. Kiwi verschwindet. Jetzt kommt der Vater nach Hause. Er findet die Tochter, die er über alles liebt. Er dreht durch. Er wird wahnsinnig. Er bekommt einen Wutanfall. Er sucht den Jungen. Er findet ihn und... Bitte um eins. Schröder ist kein Mörder. Ich bin ziemlich sicher. So. Was ist das? Eine Nase. Ich denke, wir sollten Schröder gründlichst vernehmen. Und ich denke, wir sollten nach Hause fahren und gründlich nachdenken. Aber immerhin, von der glasklaren Selbstmordtheorie sind Sie doch weg. Und? Ja? Nein, der Militärstaatsanwaltschaft. Richtig, der NVA. Aber irgendjemand muss mir doch Auskunft geben können. Okay, ich rufe heute Nachmittag nochmal an. So unpünktlich. Aber dafür habe ich Neuigkeiten. Erstens, das Alibi von Schröder wurde von keiner Seite bestätigt. Zweitens, Schröder ist vorbestraft. Wegen Körperverletzung. Drittens, ich habe eine genaue zeitliche Analyse vorgenommen. Danach war es für Schröder überhaupt kein Problem, am Montagabend nach Schwerin zu fahren, das Auto zu kaufen und anschließend Carsten aufzusuchen. Viertens, ich habe den Schwimmtrainer von Carsten gesprochen und der sagte mir, Carsten war nicht nur depressiv, er war streckenweise extrem aggressiv. Also, wie sagt man, verhaltensgestört. Schröder musste also Angst haben, dass Carsten seine Tochter weiterhin bedroht. Verstehen Sie? Und jetzt wollen Sie ihn verhaften? Noch nicht, aber ich habe einige Maßnahmen eingeleitet. Was war gerade los mit Ihnen? Wieso? Es sah aus, als ob Sie Schmerzen hätten. Das ist nichts Ernstes. Das ist was Körperliches. Kennen Sie die Hundeversuche von Pavlov? Natürlich. Es klingelt und den Hunden läuft der Speichel. Worauf reagieren Sie? Auf unhaltbare Hypothesen. Ich glaube nicht an die Schuld von Schröder. Sie wollen Abschied nehmen. Kiwi stand während der Tat unter Rauschgift. Und der Täter hat die Rauschgiftsucht von Kiwi ausgenutzt. Stimme ich mit Ihnen überein. Schröder hätte den Kiwi windelweich geschlagen, wenn er ihn dabei ertappt hätte, wie er seine Tochter schlägt. Aber ein durchdachter Mord passt doch nicht zu Schröder. Damit kommen Sie auch gar nicht durch. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Okay, es passt Ihnen nicht, ein junger Chef. Sie lassen mich auflaufen, wo immer Sie können. Unsinn. Doch. Sie hätten mir Ihre Bedenken ja mitteilen können, bevor ich das Material an die Staatsanwaltschaft abgegeben habe. Und was machen Sie? Sie füttern mich mit Indizien, die eindeutig auf eine Schuld von Schröder hinauslaufen. Die 2000-Mark-Sache. Die Sache mit dem Kindergarten, das kam doch alles von Ihnen. Aber die Schlussfolgerung nicht.
Wenn ich ermittle, denke ich im Konjunktiv. Verstehen Sie? Konjunktiv. Wissen Sie, was ich verstehe? Dass Sie mich in eine Falle locken. Und zwar ganz bewusst. Das ist absurd. Ich habe Sie vor einer voreiligen Verurteilung Schröders warnen wollen. Aber Sie hören ja nicht. Bei Ihnen muss alles fix gehen. Aber das ist so, wenn einer den schnellen Aufstieg will. Sie sind doch zerfressen von Neid und Selbstmitleid, Herr Groth. Aber eine neue Zeit hat begonnen. Aber das können Sie nicht verstehen. Das wollen Sie auch gar nicht verstehen. Und wissen Sie warum, Herr Groth? Weil Sie Ihre Zeit nicht genutzt haben. Das ist Schwachsinn. Rindsroulade, das habe ich so lange nicht gegessen. Bitte. Oh, danke. Die Soße. Meine Lieblingsspeise seit der Kindheit. Senf dran? Na, das wirst du. Zwiebeln? Ja. Speck? Na ja. Gurke? Alles, ja. Du bist der beste Koch unter den Kriminalisten. Der einzige. Also? Was also? Warum gibt's ein so vorzügliches Essen? Ja. Erinnerst du dich an den Fall Günther? Ja, sicher. Die Heroinprobe war positiv. Aber es gab keinen Beweis, wie lange der Junge das Zeug genommen hat. Oh, das ist kompliziert und zeitaufwendig, aber nicht unmöglich. Das geht über eine Analyse der Haare. Ja, ist es möglich, dass ihr Spuren von Gewalt an der Leiche übersehen habt? Ja, bei dem Zustand der Leiche. Einige Formen von Gewalteinwirkung unmittelbar vor der Tat, die sind eben nicht mehr auseinanderzuhalten von den Folgen des Auftreffens der Lokomotive auf den Körper. Ja, Spuren von Fesselungen zum Beispiel. Wir hätten jede Faser gefunden, wenn zum Beispiel die Hände des Jungen mit einem Seil gefesselt gewesen wären. Allerdings eine Fesselung um den Leib. Also an der Stelle, wo der Körper zertrennt wurde, das ist eben kaum mehr nachzuweisen. Naja, vor allem, wenn vom Täter ein Material benutzt wurde, das identisch mit dem ist, was das Opfer trug. Ein Gürtel. Zum Beispiel. Möglich? Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Aber die Indizien sprachen doch eindeutig für die Annahme, dass... Mich interessiert überhaupt nicht, wofür die Indizien sprachen. Merken Sie sich, Sie werden verantwortlich gemacht für das, was sich ereignet hat. Und nicht für irgendwelche Indizien. Und was hat sich ereignet? Sie haben Ihre Kompetenzen überschritten. Haben Sie schon jemals was von einer Mordkommission gehört? Ja. Und, sind Sie da beschäftigt? Nein. Also, machen Sie hier an den nächsten Fall. In der Vorstadt sind 20 Kaninchen gestohlen worden. Nebenbei, der Kaninchenstall gehört dem Großvater einer höher gestellten Persönlichkeit. So, nun machen Sie sich an die Arbeit. Übrigens, die Mordkommission hat den Fall Kiwi zu den Akten gelegt. Hm? Das Alibi Schröders hat sich bestätigt. So. Seine Autonummer wurde zur Tatzeit von einem Streifenwagen notiert. Und wissen Sie warum? Weil beide Rücklichter nicht brannten. Es bleibt also bei Selbstmord. Ach so, das hier, Herr Groth, das ist ein Fall für Sie. Kaninchendiebstahl. Wie lange haben Sie denn dieses Grundstück? Seit 53.
Sind die Besitzverhältnisse jetzt geklärt? Ja, jetzt endlich, endlich, ja. Da haben Sie ja Glück gehabt, ja, was? Ja. Entschuldigen Sie, es klingelt. Ja, über die Kaninchen reden wir gleich. Gut. Ja, sehr schön haben Sie es hier, wirklich. Ja, Groth. Ja, Herr Hinrichs, wie geht's voran? Schwer, es ist komplizierter, als man denkt. Sie wissen, wem die Tiere gehören? Natürlich weiß ich das. Schließlich gibt es höhere Interessen. Voll in die Ironie. Ich bin nicht ironisch. Dazu habe ich viel zu viel Arbeit. Es wäre schön, wenn Sie mal vorbeikommen. Ich muss zur Schulung, leider. Naja, hier gibt es immerhin noch 5 Leute, die verhört werden müssen. Na gut, ich sag das so. Herr Groth, wenn es relevante Ermittlungsergebnisse gibt, dann geben Sie laut. Wenn es relevant wird, melde ich mich. Mein Name ist Groth. Sparen Sie sich die Mühe. Ich kaufe nichts und unterschreibe nichts. Guten Tag. Ich bin von der Kriminalpolizei. Denken Sie sich mal was Neues aus. Den Trick kenne ich. Ich brauche Hilfe in einem Mordfall. Hm. Wer ist ermordet? Und 250 Gramm Grieß. Hm. Das Ganze rühren Sie dann gut durch und ziehen zum Schluss das geschlagene Eiweiß drunter. Und dann können Sie schon mal den Ofen vorwärmen. Das könnte er sein. Okay, alles wie verabredet. Hm. Nur für den Notfall. Haben Sie eine Pistole bei sich? Selbstverständlich. Guten Tag, man hat mir gesagt, dass in Ihrem Haushalt ein Behinderter lebt. Nein. Oh, pardon, dann möchte ich nicht weiter stören. Aber ich vertrete eine Behindertenwerkstatt und möchte mich niemandem aufdrängen. Und nach meinen Erfahrungen haben nur Leidensgefährten Verständnis für die Probleme von Blinden, Querschnittsgelähmten und anderen Opfern unserer unmenschlichen Zeit. Ja, aber bitte kommen Sie doch rein. Wissen Sie, man findet heute nicht mehr viele Menschen, die an Behinderte denken. Und uns geht es nicht um das Verkaufen. Dann könnten wir ja auch Geld sammeln. Nein, es geht nicht um Geld. Es geht darum, dass wir unsere behinderten Menschen ermutigen, indem wir den Dingen Aufmerksamkeit und Respekt zollen, die sie selbst hergestellt haben. Ich bin ja nun oft in der Behindertenwerkstatt, die ich vertrete. Sehen Sie, da ist zum Beispiel Edwin, ein Fußmaler. Er hat keine Arme, aber sehen Sie, für die meisten Menschen ist es eine ganz gewöhnliche Blume. Aber für denjenigen, der Edwin kennt, der weiß, dass es mehr ist. Es ist sein ganzes Herz. Und jede verkaufte Karte sagt ihm, ja, da draußen sind noch Menschen, die an mich denken und die fühlen wie ich und mich nicht im Stich lassen in einer kalten, vom Geld regierten Welt. Und was kostet die Karte? 3,85. 5 Stück, 15 Mark. Und das Geld kommt wirklich in der Werkstatt an? Entschuldigung. Geben Sie mir die Karten von Edwin. Ja, aber doch nicht gleich alle. Vielleicht 10 Stück? Gut. Wir haben auch wunderbare Lederwaren im Angebot. Was glauben Sie, was Annette empfindet, wenn ich ihr nächste Woche sage, dass wir wieder 5 von ihren Gürteln verkaufen konnten? Sie ist blind, aber sie spürt alles. Nehmen Sie den Gürtel. Und schließen Sie für einen Moment die Augen. Die Welt ist dunkel, schwarz, fast wie tot. Annette war 5 Jahre alt, als für sie das Licht auf ewig erlosch. Und nun spüren Sie, fühlen Sie und denken Sie. Schön, dass Sie mich auch mal besuchen. Ihre Gattin hat schon einiges bestellt. Das ist meine Mutter.
Bei Bullen kann man sich irren. Du hast einen schönen Job und vor allem so sozial. Da können wir uns doch gleich mal darüber unterhalten, wo die Waren her sind und wohin er die Steuern entrichtet, nein? Gut, lassen wir das. Was kostet der Gürtel? 70 Mark. Mit den Karten zusammen 100. Gut. Kiwi hat nichts gebracht. Und er war rausgiftsüchtig. Seine Einnahme hat er verbraucht. Um trotzdem abrechnen zu können, hat er geklaut. In Wohnungen, wo er eingelassen wurde, hat er sich genau die Stellen gemerkt, wo was war. Dann ist er wiedergekommen und hat geklaut. Für euch war er eine Last. Ein Drücker, der nichts bringt, kostet Geld. Also habt ihr ihn geschlagen, du auch. Kühne ist klug, den Dreck machen die anderen. Und dann hat er versucht, seinen Eltern das Geld abzunehmen. Das ist auch nicht gut gegangen. Stimmt's, du kleiner Rat? Ruf mich an. Hier, im Amt kennt mich jeder. Groot, ruf mich an. Scheißbulle. Ist doch kein Bier. Das ist Tomate gepresst mit Obstsaft, Whisky, Salz und Pfeffer. Trinkt man in Neuseeland. Das trinkt doch kein normaler Mensch, nicht mal in Neuseeland. Ich dachte es mir so, ich find's gut. Wie kommst du auf Neuseeland? Ah, warte. Hey, altes Nagetier, bist dran. Na, warte, hast dich mal wieder verstoßen. Was du mir nur mit Stoßen hast. Darf ich mal? Ratten stoßen doch nicht. Ratten. Lame. Na bitte. Quatsch nicht, siehst dir auch noch was nach. Denn wenn du rammelst, kriegst du das Ding nicht rein. Das sagst du mir. Na und? Alex, du bist dran. Und, gab's heute was Besonderes? Nö. Verstehst du? Deine Übersetzungen sind mir lieber. Wir haben die Haare untersucht und festgestellt, dass der Junge noch nicht lange Rauschgift genommen hat. Es könnte ihm auch gespritzt worden sein, um ihn ruhig zu stellen. Oder um die Untersuchung auf eine falsche Fährte zu bringen. Dann wäre es doch Mord. Oder? Es gibt etwas Neues. Ich möchte mit dir darüber sprechen. Das interessiert mich nicht. Oder ich schicke dir eine Vorladung, wenn du das willst. Es gibt neue Ergebnisse, die deuten auf Mord. Kiwi war noch nicht lange rausgiftsüchtig. Wahrscheinlich hat er in der Nacht zum Dienstag das Zeug zum ersten Mal genommen, gegen seinen Willen.
Sie sind doch wahnsinnig. Ihr habt ihn zu den Schienen geschleppt, habt ihn draufgelegt, wahrscheinlich du. Schwachsinn, lassen Sie mich in Ruhe. Du warst eifersüchtig, wegen Alex. Da hat er gelegen, hat geschrien, der Zug kam, hat ihn überrollt, aus. War so. Das muss ich mir nicht anhören. Und? Was wollte der? Was wollen Bullen? Sie reden Schwachsinn und glauben, sie jagen am Angst ein. Schön, Alex. $80? Ist das alles? Ja. Wenn du auch anfängst, mich zu bescheißen. Nee, nee. Ich hab kaum was verkauft. Wirklich. Was ist? Na, die $30? Heute nicht. $230. Was wollte der Bulle von dir? Nichts. Frag doch ihn. Sag mal, spinnst du jetzt? Mir glaubst du eh nicht. Sag mal, wie ist eigentlich der Kontostand? Misstrauisch? Nö, nur so. Hey, Dicker, das wird schon wieder. Du kennst doch Kühners Erziehungsmaßnahmen. Das reicht für zwei. Billard? Hughes? Gehen wir ins Kino? Oh, nö. Lass uns Billard spielen. Na gut. Ich werde hier verschwinden, ziemlich schnell und ziemlich weit weg. Was? Und unser Versandgeschäft? Unser. Da stecken jetzt schon einige 10.000 Mark drin. Ach, Dicker, du bist naiv. Vergiss das Geld. Du kannst doch nicht abhauen. Doch. Aber da ist noch jemand, den ich gerne mitnehmen würde. Allerdings weiß er noch nichts davon, deshalb dauert es vielleicht noch ein bisschen. Meinst du mich? Ehrlich gesagt meine ich jemand anderes. Eine andere. Die blöde Kuh. Ey, meine Freunde können immer mit. Weit weg? So weit weg, dass dir dieses arschkalte Land hier ganz klein und unwichtig vorkommt. Kiwi hätte die reingebracht. Was will der Hund schon wieder? Mich? Das ist aber ein Zufall. Ich möchte mit dir sprechen. Ich bin heute Nachmittag zu weit gegangen. Anbieterei ist mir zu primitiv. Komm. Renn doch nicht weg. Das Bullenschwein will mich fertig machen. Wie kommt der überhaupt auf dich? Der riecht, dass ich sie hasse. Ja, ja. Bullen riechen sowas. Was? Ja, was riecht er? Naja, du weißt schon. Was weiß ich? Ja,
Ja, die Sache mit Kiwi. Und du? Der war doch dein Freund. Hör mal zu, Dicker, der hat heute Nachmittag von Mord geredet. Der ist wegen Mord hinter mir her. Bullen blöffen. Wir hatten ausgemacht, darüber nicht mehr zu sprechen. Na, ich nicht. Ich sag kein Wort zu Kühnert wegen dem Bullen. Hm? Nee, danke. Kühnert will wissen, wo ihr wart. In Neuseeland. Na, da hast du ja einen schnellen Flug gehabt. Ach, Dicker, komm mal mit rüber. Wir haben ein paar Fragen an dich. Was machst du jetzt? Sag mal, wird das heute noch was? Na, nun komm schon. Wo wart ihr? Und? Habt ihr jemanden getroffen? Komm, komm, jetzt möchte ich aber alles wissen. Ja, der Bulle war da. In der Kneipe beim Billardspielen. Ratte hat aber nichts gesagt. Er macht sich nur Sorgen, weil der Bulle hinter dem her ist. Hol Ratte. Er hat nichts gesagt, echt nicht. Wirklich. Das kann er uns ja selber sagen. Ratte ist weg. Komm schon, Ratte. Ich krieg dich doch immer. Ich will wissen, was du dem Bullen über Kiwi gesagt hast. Nichts, rein gar nichts. Der Dicke war dabei. Ich weiß, aber ich will wissen, warum der Bulle ausgerechnet dich in die Zange nimmt. Weil er mich hasst. Alle Bullen hassen mich. Nee. Der weiß, dass Kiwi dein bester Freund war. Und der weiß, dass du der Erste bist, der umfällt. Stimmt's? Klar. Ihr wisst doch ganz genau, dass ich kein Verräter bin. Ja. Als Verräter wird man ja nicht geboren. Zum Verräter wird man gemacht. Ist nur die Frage der Zeit, dann hat er dich. Ich trage die Verantwortung für euch. Für euch alle. Und ich muss dafür sorgen, dass diese Firma sauber bleibt. Ich habe euch alle aus der Gosse geholt. Alles für euch getan. Vor einem Jahr warst du noch ein Stück Scheiße, vergiss das nicht. Wer kümmert sich denn um die Firma? Du vielleicht beim Billardspielen? Wer macht die Pläne? Und die Kontakte? Hä? Du hast ja getrunken. Was soll das? Wir sind nur stark, wenn wir zusammenhalten. Es geht um die Gruppe, nicht um dich. Hast du das verstanden? Ob du das verstanden hast? Lass den Scheiß. Der würde den Bullen nie ein Wort verraten. Die haben seinen Vater in den Knast gebracht. Gut. Aber ihr müsst wissen, wenn er plaudert, war alles umsonst. Ein Jahr Arbeit, eure Zeit und euer Geld. Aber warum soll ich denn dem Bullen was sagen? Ich schwöre dir, wenn du redest, dann sorgen wir alle dafür, dass du dafür verantwortlich gemacht wirst, dass Kiwi tot ist. Stimmt's? Stimmt's? Ja. Ja. Und dann kriegst du ein paar Jährchen. Dann kommst du in den Knast. Kannst du schön deinen Papa besuchen. Für lange, lange Zeit. Alex, komm. Guten Tag. Man hat mir gesagt, dass in Ihrem Haushalt ein Behinderter lebt. Wer sagt denn sowas? Wir wollen uns niemandem aufdrängen.
Ich vertrete eine Behindertenwerkstatt. Und nach meinen Erfahrungen haben nur Leidensgefährten Verständnis für die Opfer unserer unmenschlichen Zeit. Was wollen Sie denn von mir? Man findet heute nur noch selten Menschen, die an Behinderte denken. Es geht uns nicht ums Verkaufen. Es geht darum... Nein, es geht nicht um Geld. Es geht darum, dass wir unsere behinderten Menschen ermutigen. Entschuldigung. Ja? Ich bin's, Schmidti. Und, alles klar? Im Gegenteil. Der Bulle, also der Dicke von den beiden, der ist jetzt da. Wo da? An den Schienen. Scheiße. Was ist? Ich finde nichts. Was machen wir jetzt? Ich halte für jeden von euch die Hand ins Feuer, aber nicht für Ratte. Wenn der verhört wird, der fällt doch um. Der muss weg. Ja, nicht, was du denkst. Was dann? Ist eigentlich ganz einfach. Ratte setzt doch voll auf die Firma. Und ohne die Firma ist er alleine. Und alleine hält er das nicht aus. Den kenne ich. Wie ich euch alle kenne. Du meinst, er könnte Selbstmord? Das hängt ganz von uns ab. Bevor er zu uns kam, hat er schon zweimal probiert. Was soll das heißen? Es kommt auf uns an. Wir müssen den isolieren. Uns bleibt überhaupt nichts anderes übrig. Wir werden alle nochmal verhört. Willst du wegen ihm im Knast? Nee. In Form. In Form? Ja, es tut mir leid. Es tut dir leid? Du bescheißt uns doch. Ich will jetzt wissen, wo das Geld ist. Ich habe nichts verkauft. Ach so. Du hast nichts verkauft. Du bist so ein Parasit. Wir füttern dich durch und du gehst den ganzen Tag bummeln. Also, was ist jetzt? Ihr seht so selber. Das ist ein verbockter Kerl. Das ist ein Einzelgänger. Es kann doch nicht sein, dass jeder das tut, was er will. Wir müssen immer das Versandgeschäft vor Augen haben. Das ist das, was wichtig ist. Und wenn er sich nicht in die Gruppe integrieren will, gut. Dann lassen wir ihn spüren, wie es ohne uns ist. Er existiert für uns jetzt so lange nicht, bis er wieder zur Vernunft gekommen ist. Das ist für ihn das Beste und das ist für uns das Beste. Oder? Wo willst du hin? Ich bin dir doch nicht böse. Komm, geh mal Billard spielen. Was soll denn das? Bin ich ein Mörder oder was? Warum sagst du denn nichts? Du bist doch der Einzige, mit dem ich drüber reden kann. Ich kann nichts machen gegen Kühnert. Bitte kommen Sie. Übergeben Sie die Kaninchen. Sind ja tot.
Darüber reden wir später. Entschuldigen könnten Sie sich doch wenigstens. Entschuldige bitte. War nicht so gemeint. Sound an und da hat sie so ein tiefes Schallachrot, ja, das war eigentlich war ein Schallachrot. Auf jeden Fall hat es eine totale Atmosphäre gehabt, oder? Das war cool. Ne? Gib mir mal deinen Joghurt. Auf jeden Fall war es schade, dass du nicht mehr dabei warst, echt. Aber vielleicht kannst du mir die Spiele mal in einer Woche glauben, oder? Schau das Programm heute, oder? Ja, wir müssen gleich los. Übrigens, großes Lob von Dr. Stuber für die Kaninchensache. Manchmal denke ich noch an den Fall Kiwi. Geht sie nicht auch so? Nein. Eigentlich gar kein schlechtes Leben so als Drücker. Man kommt viel herum, verdient eine Menge Geld, lernt viele Menschen kennen. Vor allem aber kein Gedanke an Karriere. Herr Groth, sollten Sie Ihre Hände immer noch in dem Fall haben, dann gibt es eine strenge Verwarnung. Guten Tag. Ich vertrete eine Behindertenwerkstatt. Ich möchte mich nicht aufdrängeln. Nur nach meinen Erfahrungen haben leider nur oft Angehörige und Leidensgefährten Verständnis für die Probleme von Blinden, Querschnittsgelähmten und anderen Behinderten. Man findet heute wirklich nicht oft Menschen, die noch an Behinderte denken. Wir haben da schon böse Erfahrungen gemacht. Uns geht's nicht ums Verkaufen, verstehen Sie? Da könnten wir auch Geld sammeln. Es ist noch kein Feierabend. Ach so. Der Herr hat keine Lust zu arbeiten. Gut. Es geht auch ohne dich. Es ist vielleicht sogar viel besser so. Für mich ist es kein Problem, einen Nachfolger für dich zu finden. Es gibt genügend Jungs, die sich um den Job reißen. Mein Geld. Ich will mein Geld. Das sind Firmengelder und die sind fest angelegt. Und wenn du jetzt aussteigst, siehst du gar nichts davon. Übrigens, vor einem Jahr hast du das unterschrieben. Falls du nicht lesen kannst. Ich hab's schwarz auf weiß. Wie kannst du behaupten, ich würde dich kontrollieren? Du kannst doch tun und lassen, was du willst und mit wem du willst. Aha. Ich will bloß wissen, wo du steckst. Und mit wem du dich herumtreibst. Mich interessiert doch auch nicht, mit wem du deine Freizeit verbringst. Das ist doch lächerlich. Ich hab doch nichts zu verbergen. Mein neues Rezept. Es klingelt übrigens. Würdest du öffnen? Dankeschön. Opa, eine Kollegin. Guten Abend. Guten Abend, hier. Danke. Na, ich gehe dann mal. Macht euch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ich war heute noch mal an den Gleisen und hab an einer anderen Stelle gesucht. Das sind also Lederfasern. Ja. Sie waren tatsächlich auf der Unterseite der Schiene und sind identisch mit den Fasern vom Gürtel des Opfers, aber auch identisch mit dem Gürtel, den du bei diesem Jungen gekauft hast. Der Junge wurde also mit einem Lederriemen an die Schiene gefesselt. Ein Selbstmörder tut das nicht.
Gib den Fall weiter. Es ist zu spät. Ich habe den Jungen vor ein paar Tagen beschuldigt. Ich mag den Jungen. Er weiß nicht weiter, er ist verzweifelt. Und ich habe gedacht, sprich mit ihm, vielleicht hilft es ihm. In der Unfallnacht ist irgendwas Schreckliches geschehen. Aber Mord? Bitte, gib den Fall weiter. Es ist zu spät, komm. Es tut mir leid. Lass uns abhauen. Na, sind das eure Reisevorbereitungen nach Neuseeland? Oder hat der Dicke mir was Falsches erzählt? Komm. Na komm, Alex. Rad haut ab. Wir müssen was unternehmen. Wir müssen ihn zurückholen, der... Ganz ruhig, Alex. Unkraut vergeht nicht. Der bringt sich um. Ach was. Er kommt schon wieder zurück. Wir gehen jetzt mal ein bisschen unter die Leute Billard spielen. Ich lade euch ein. Also wenigstens anrufen hätten Sie können. Ich weiß, manchmal muss man sich in die Augen schauen und sofort handeln. Der Wagen steht unten. Wir haben jetzt Beweise, dass Kiwi an die Schienen gebunden wurde. Auf keinen Fall. Das ist nicht unser Ding. Der Fall geht ab an die Mordkommission. Wir haben keine Zeit. Bevor die anfangen, ist vielleicht die nächste Katastrophe da. Und ich sage Ihnen klar und deutlich, Herr Groth, nein. Und los. Groth? Was meinten Sie eigentlich mit nächster Katastrophe? Das meinte ich nur so. Hallo? Was ist los? Wir suchen die Akquisiteure. Ich suche aber in der City. In the City of Schwerin. Groth? Sie waren die ganze Zeit an dem Fall dran. Ich hoffe sehr für Sie, dass den Jungs durch Ihre Schuld nichts zugestoßen ist. Gute Laune. Ich gratuliere. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht. Euer Freund Kiwi wurde nach neuesten Erkenntnissen ermordet. Aber die Erkenntnis macht ihn jetzt auch nicht mehr lebendig. Er wurde nur mit einem eurer Gürtel an die Schienen gefesselt. Wo ist Ratte? Der ist unterwegs, der besorgt Material. Das Auto steht draußen. Wo ist Ratte? Er besorgt Material. Du
hast sie alle im Griff. Wo ist Rathe? Sie machen sich gerade strafbar. Vielleicht im Kino, da geht er gern hin. Gut. Ich muss ihn finden. Schluss jetzt, der Fall geht an die Mordkommission. Ich habe einen Fehler gemacht, ich muss ihn finden, bevor er eine Dummheit macht. Ich sehe überhaupt nicht ein, wieso, wie... Bleiben Sie, bitte. So, jetzt unterhalten wir uns mal. Ja? Ich glaube nicht, dass wir das müssen, oder? Ich denke schon. Und zwar ohne dich. Also vorwärts. Kino war er nicht. Ja, gibt's sonst was Neues? Gut, ich melde mich wieder. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber... Was soll ich für ein Interesse daran haben, dass Sie ihn nicht finden? Über die Einzelnen weiß ich nichts. Ich arbeite mit Ihnen zusammen. Wir gehen ab und zu mal Billard spielen, Bierchen trinken und das war's dann auch. Und natürlich haben Sie auch nicht die leiseste Ahnung, wo Rathe sein könnte. Nein. Das interessiert mich auch nicht. Ich bin mit denen zusammen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Für später mal. Vielleicht ist das ein Anfang. Aber was die im Einzelnen machen, das geht mich nichts an. Ich bin doch nicht deren Aufpasser. Sonst noch was? Warten Sie draußen vor der Tür. Mein Sohn? Der Kommissar. Er war gar nicht Ihr Sohn. Eine kleine Notlüge. Kann ich dir helfen? Wo willst du denn hin? Setzen Sie sich. Ich weiß wirklich nicht, wo er ist. Jetzt hör mal zu. Wenn ihm was passiert ist, dann bist du dran. Das verspreche ich dir. Wenn ihr mit dem Mord an Kiwi nichts zu tun habt, dann könntest du mir doch erzählen, wieso Rathe heute Abend nicht bei euch war. Der ist mit dem Rucksack aus der Linde weg. Ach, mit dem Rucksack? Und warum? Ich weiß nicht. Das kam so über ihn. Der ist halt manchmal nicht so gut drauf und dann geht er. Ist er vielleicht bei seinen Eltern? Nee. Wieso bist du dir so sicher? Seine Mutter hat einen anderen. Die ist schon seit 4 Jahren weg. Und sein Vater sitzt im Knast. Und wo? Ich meine, wo wohnt die Mutter? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Weiß es Rathe? Nee. Der hat seine Mutter seitdem nicht mehr gesehen.
Der Neue ist bei der Polizei. Ja? Nein, ich vernehme gerade den Ticken. Wir sind ein ganzes Stück weiter. Alex, nehmen Sie Alex. Wer ist hier eigentlich der Chef? Sie natürlich. Nehmen Sie bitte Platz. Ihr habt Ratte aus der Gruppe ausgeschlossen, stimmt's? Nee, er sollte zur Vernunft kommen. Ich gebe ihn mal jetzt meinen Kollegen. Der ist nämlich unterwegs und sucht Ratte. Ja? Wo ist Ratte? Keine Ahnung. Will Ratte sich umbringen? Nein. Doch, wegen Kiwi. Aber er war's nicht. So, wer war's denn dann? Die beiden hatten Streit, weil Kiwi mit Heroin angefangen hatte und Ratte hatte Angst um seinen Freund. Aber Kiwi sagte, das wäre alles Quatsch und er wäre jetzt besser drauf als früher. Und dann haben sie so eine Art Reaktionstest gemacht. Beide haben sich auf die Schienen gelegt. Warum denn das? Es war ein Spiel zwischen den beiden. Eine Art Mutprobe haben sie früher schon öfters gemacht. Waren Sie eigentlich die ganze Zeit dabei, als das mit Kiwi passierte? Ja. Sie auch? Ja, aber es war nur ein Witz zwischen den beiden, nichts Ernstes. Ein Witz? Aber dann hat Kühnert eingegriffen. Er nahm einen unserer Gürtel und wollte Kiwi an den Schienen festbinden, wenn er nicht richtig mitmacht. Er hatte immer solche Erziehungsmaßnahmen. Er wollte ihm zeigen, wer der Chef ist, glaube ich. Plötzlich kam der Zug. Wir hatten alle nicht damit gerechnet. Ratte kam noch weg, aber Kiwi hing am Sie müssen ihn finden. Ihr wisst doch besser, wo er ist. Überleg mal. Da ist ein Speicher in der Mecklenburger Straße. So ein roter Backsteinbau. Da geht Ratte bestimmt hin. Ja, kenn ich. Ist oben eine Jahreszahl dran, 1877. Ja, am Bahndamm. Ja, gut. Gib mir mal hin, Rix. Ratte!
Warte! Bleib stehen oder ich spring. Alex hat ausgesagt. Die Aussagen belasten nicht dich, sondern Kühnert. Ich weiß besser, was ich gemacht habe. Du hast gar nichts gemacht. Noch einen Schritt weiter oder ich springe. Versprichst du alles, mieses Bullenschwein, mieses fettes Bullenschwein. Brenn dich aus. Es ist alles in Ordnung. Heul doch. Es ist gut. Eine eigensinnige Charolais-Kuh tobt durch Hannover. Und Fifi, ein totschicker Schäferhund, dessen Herrchen einfach keine Hundesteuer zahlen will. Skurrile, aber auch bewegende Nachrichten der vergangenen Jahrzehnte. 50 Jahre Norddeutschland im NDR. Sonntag, 20.15 Uhr. Der Tankstellenbesitzer Jure Tomisch wurde von vorn aus nächster Nähe erschossen. Geh nach Hause, Mama. Ist sie Täterin? Ist Ihnen sonst noch was Ungewöhnliches aufgefallen? Oder Zeugin? Sie wollen hören, was ich mit bloßen Augen gesehen habe. Da, der Schwarze im Weißen. Sag mal, spinnst du? Sie haben den Falschen beschuldigt. Die wechseln ständig die Köpfe. Ein chaotischer Fall. Tatort. Ordnung im Lot. Dienstag, 22 Uhr. Hier im NDR. Das Beste am Norden sind unsere geilen Torten.